Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem neuen VOD. Es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Und ich und der Chat, wir sind mal wieder hier und haben einen neuen Simulator ausgepackt. Wobei, es ist kein Simulator an sich, weil es hat keinen Simulatornamen, aber das Spiel heißt Denisen. Ja. Ja, das war's. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich habe mir das jetzt einfach runtergeladen und ich dachte mir einfach so, jo, wir machen es jetzt einfach ein Späßchen und wir gucken da einfach mal zusammen rein. Also es kann sein, dass ihr dieses YouTube-VOD niemals seht, weil das Spiel zu abgefuckt ist, aber wir werden einfach mal gucken, was passiert. Und zwar, die Beschreibung des Spiels ist: Verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt in einer Stadt voller Möglichkeiten, während Sie eine Vielzahl von Einheimischen treffen, einzigartige Orte erkunden und sich in diesem Open-World-Lebenssimulator nach oben arbeiten. Ja, also sehr vielversprechende Worte. Ich glaube, wir haben ja ein GTA 7 vor uns. Wir bauen uns also unser eigenes Leben auf. Wir arbeiten wahrscheinlich und wir machen vieles. Falls ihr einen Knall hört, ist hier im Stream die Heizung im Zimmer abgefallen. Frag nicht. Falls ihr endlich auch zu Twitch kommt, wisst ihr auch, warum wir euch... Achso. Ja, also meine lieben YouTube-Zuschauer, da habt ihr dann auch noch mal kurz eine Beschreibung. Falls ihr gleich irgendwie so einen Knall hört oder so, dann... das war die Heizung. Die hat irgendwie einen Schlag. Ich weiß nicht. Wir haben eben versucht, die ein bisschen... Oder ich habe versucht, die zu reparieren. Mit der Hilfe vom Chat. Bis jetzt hat es, glaube ich, immer noch nicht funktioniert. Aber naja, solange sie nicht explodiert oder von der Wand fällt, ist eigentlich alles okay soweit. Okay, Chat, ich starte das Spiel. Leben, was ist das? Das wird uns das Spiel jetzt beibringen, Sunny. Weil, ach du Scheiße, ist laut. Ich selber habe doch auch gar keine Ahnung. Ich bin Streamer. Ich sitze doch den ganzen Tag nur im Zimmer und mache gar nichts. Dieses Spiel zeigt uns jetzt, was ist eigentlich Leben? Was ist eigentlich Leben? Und da geht's rein. Aber nochmal, ich habe hier noch den Countdown von letztem Mal. Nein. Okay. Chat, das ist Leben. Das ist das Leben. Ich spüre es schon überall. Erleuchte uns, Spiel. Erleuchte uns, bitte. Es zeigt uns, wie das funktionieren würde, wenn wir das im Real Life richtig machen würden. Ich sollte mitschreiben. Notiert, Chat. Notiert. Für euch selber. Für euer eigenes Leben. Sichtfeld der Kamera. Ich mache einfach mal das Sichtfeld höher. Einheiten metrisch. Kaiserliche? Kaiserliche? Okay. Mausglättung aktiviert. Mache ich mal aus. Mausempfindlichkeit 500. Warum hört sich das sehr hoch an? Mausempfindlichkeit 500. Okay, Chat. Ist das der Ort, wo wir leben werden? Wow. Zeig uns, wie man lebt. Ich gebe mein Bestes. Ich bin auf unser neues Leben gespannt, Chat. Warum ist die Musik jetzt weg? also, warte mal, was sieht mir denn sehr ähnlich? Ich glaube, er hier sieht mir ziemlich ähnlich. Oder er hier? Ich glaube, er hier sieht mir sehr ähnlich. Ja, eigentlich er sieht mir sehr ähnlich. Warte mal, nein, die Frisur ist scheiße. Die Frisur eben war besser. Hier, das bin ich. Hey, der sieht ja aus wie du, finde ich auch. Sehr gut getroffen. Also, das ist mein neues Leben jetzt. Spielbeginn. Name eingeben. Ja, also wenn ich das bin, dann muss ich ja also meinen Namen nehmen, ne? Also Yoshi van Bums. Spielbeginn. Innenstadt. Mein neues Zuhause. Es ist vielleicht nicht der schönste Ort in der Stadt, aber es ist ein guter Anfang. Ich habe gestern ein paar Möbel auf der Ostseite ergattert. Ich muss nur noch alles auspacken, damit sich die Wohnung gemütlich anfühlt. Danach sollte ich mein Telefon zücken, um nach einem Job zu suchen. Ich will nicht meine Rechnung nicht bezahlen können. Oh mein Gott, meine eigene erste Wohnung. Wohnort. Ihre Wohnung ist ihr Zuhause und kann mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen aus örtlichen Geschäften individuell gestaltet werden. Die Wände und Böden in jedem Zimmer können nach ihren Wünschen gestaltet werden. Sie können den Waschraum nutzen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ein Bett zum Schlafen aufstellen, um ihre Fortschritte zu sichern und Energie zu erhalten. Man muss waschen? Das ist ja widerlich. Man muss ja sogar waschen? Oh mein Gott, ich bin Raucher!
Ich wusste es. Ich hab's schon immer gewusst. Kann ich mir erstmal eine Fluppe? Use. Energie plus 1. Gegenstand wurde benutzt. Oh mein Gott, einfach die erste Wohnung und sofort einfach das erste, was wir machen, einfach rauchen. Im Wohnzimmer. Vorhänge. Oh shit, wir können sogar die Vorhänge zumachen. Kleidung. Der Zugang zu bestimmten Stellen und die Eignung für einen Arbeitsplatz hängen von ihrem Aussehen ab. Oh mein Gott, guck, es liegt alles nur im Aussehen. So oberflächlich diese Gesellschaft. Passen Sie Ihr Aussehen an, indem Sie die Garderobe in Ihrer Wohnung benutzen, um Ihre Lieblingskleidung auszuwählen. Wenn Sie Ihren Kleiderschrank öffnen, werden alle Kleidungsstücke angezeigt, die in Ihrer Wohnung und in Ihrem persönlichen Inventar aufbewahrt werden. Okay, habe ich hier irgendwas Geiles? Kleidung. Okay, Alter, wir haben eine... Okay, Chat. Ja. So? Warte mal, kann ich die Hose ausziehen? So ist gut. Okay, also wir müssen ja sehr gut aussehen für ein Bewerbungsgespräch wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir gehen so zum Bewerbungsgespräch. Ja, ich würde sagen so. So ein Cappy. Nee, so. Okay, ich finde, wir sind ready. Hübsche Buchse, dankeschön. Okay, also, was macht man denn? Wir sind jetzt in der neuen Stadt angekommen. Wir haben ein neues Leben. Wir sind ein neues Ich. Also, guten Morgen, Welt. Waschbecken? Okay, ich kann... Oh ja, so fängt der Tag schon mal gut an. Nice. Okay, Chat, wir haben $24. Oh mein Gott, wir sind wirklich hart. Am Arsch. Waschbecken, Kühlschrank. Okay, ah, das ist im Kühlschrank drin. Wir haben Sushi im Kühlschrank. Alter, what the fuck? Eine Mikrowelle haben wir auch. So, okay, haben wir auch noch Nachbarn? Nutzen Sie Ihr Telefon, um Ihren Terminkalender zu überprüfen, Ihre Finanzen zu verwalten und eine Wohnung zu kaufen oder zu mieten. Sie können sich auch um einen Job bewerben, Ihre Lieblingsmusik abspielen und einen Wecker stellen, um rechtzeitig zur Arbeit zu erscheinen. Wir werden jeden Tag zu spät kommen. Okay, also wir haben einen... Ja, das sieht mir aus wie so ein S20 oder so, keine Ahnung. Ja, das müsste Android sein, ne? Messages... Also Jade hat uns geschrieben. Gestern Abend, LOL, nachdem ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich eine Weile gebraucht, um mich an die Hälfte der Ereignisse zu erinnern. Du hast am Blackjack-Tisch aufgeräumt. Irgendwie habe ich es nach Hause in mein Bett geschafft. Wie auch immer, wie ist deine neue Wohnung? Ich muss dich mal besuchen kommen, wenn die ganzen Straßenbauarbeiten abgeschlossen sind. Ich war schon ewig nicht mehr auf der Westseite. Okay, also wir haben Freunde? Okay, Austin... Ich habe gehört, dass du doch etwas zusätzliche Arbeit suchst. Kommen Sie bei mir in Cutler vorbei, wenn Sie die Zeit haben und dann gebe ich Ihnen die Details. Oh shit, so einfach ist das, einen Job zu bekommen? Warte mal, was können wir hier noch mitmachen? Bank Jobs Map. Map unavailable in current location. Okay, wir müssen nach draußen gehen. Internet. Oh mein Gott. Okay, krass. Wetter. Wie sieht das Wetter aus die nächsten Tage? 25! Boah, das ist aber schönes Wetter. Es gibt sogar Slots. Jets, wir können gamblen. Warte mal, ich habe... Wie viel Geld habe ich? Ich habe 24. Kann ich irgendwo auswählen, wie viel ich setze? Okay, wir lassen das erstmal mit der Spielsucht. Das machen wir irgendwann anders, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Geld haben. Wie komme ich hier raus? Okay. So, Stairs können wir... Oh, wir können sogar einen Aufzug benutzen. Oha, hä? Können wir einen Nachbarn... Okay. Chat, merkt euch bitte, das hier hinten ist unsere Wohnung. Wir müssen auch irgendwie wieder nach Hause... Oh, warte mal, vielleicht soll ich die Tür ausmachen, bevor wir noch ausgeraubt werden. So, ich hasse zwar Fahrstuhlfahren, aber das hier ist ja ein anderes Leben. Hier kann ich sein, wer ich möchte. Ein Neuanfang. Wir sind sportlich, wir gehen die Treppe. Auf gar keinen Fall. Hör auf, die Nachbarn zu belästigen. Warum? Nein, ich bin wieder nach oben gegangen.
Ja, Chat, also ich sag euch ganz ehrlich, ne, das Leben ist ganz schön kompliziert. Ich bin wieder nach oben. So, okay, nochmal das Ganze. So, okay, also. Das hat ja super funktioniert. Mann. So, ah, das sieht doch super aus. Also, ich meine, das sieht ein bisschen gruselig aus, wo wir hier leben. Und irgendwie sind hier keine anderen Menschen. Vielleicht gehört uns der ganze Gebäudekomplex. Fahrzeuge. In der ganzen Stadt gibt es mehrere Autohäuser, die eine Reihe von Fahrzeugen anbieten. Von schweren Lastwagen bis hin zu Supersportwagen. Jedes Fahrzeug hat seinen eigenen einzigartigen... Ist das mein Auto? Parker-Kommando. Oha. Verwenden? Inspizieren? Was? Fuel Dirtiness. Exhaust Intake. Brake Stock. Man kann den tunen. Gewicht 1400 Kilo. Kraftstoffverbrauch B. Treibstofftank 64 Liter. WTF? Okay, verwenden. Okay, warte mal. Wohin müssen wir? Kann ich mein Handy am Steuer benutzen? Warte mal, wie konnte ich mein Handy nochmal benutzen? Einzelhandel? Warte, ich muss mal ganz kurz ein bisschen die Tasten. Also wir haben eine Taschenlampe. R. Einzelhandel. T. C, V. Ich gehe einfach mal alle Tasten gerade durch. Kann ich das Auto klauen? Schade. Nein, ich bin natürlich ein ganz lieber und guter Bürger. Das ist ja klar. Okay, also es gibt nur die Taste P fürs Handy anscheinend. Okay, wo muss ich denn jetzt genau hin? Also Maps. Aha. Also wir müssen irgendwie zu... kann ich hier rauszoomen? So, wir zoomen hier mal ein bisschen raus. Also was haben wir denn da? Was? Residence... Businesses. Mission. Mission? Shop. Entertainment. Vehicle. Service Station. Others. Okay, also das ist unser Zuhause. Warte mal, wir haben hier noch ein Zuhause. Also nee, das sind wahrscheinlich einfach Unterkünfte, die wir kaufen können. Okay, also hier ist eine Mission. Kann ich die vielleicht irgendwie so taggen? Also der Typ hatte gesagt, wir sollen irgendwie zu ihm fahren, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da... Was ist das hier? Megaporn. Oh, wer ist denn der Kollege? Ein Geschäft. Ach so. Ah, hier können wir uns die richtig echten Markenklamotten kaufen. Ja, sehr seriös. Guck mal, das ist einfach Monte, also Montana Black in jungen Jahren gewesen. Okay, das geht nicht. Dann wieder raus. Einfach doch GTA anscheinend, aber... Können wir zu Meckes fahren? Chat, wir können nicht in jedem Spiel einfach sofort zum Meckes fahren. Ladengeschäft. Sie können Ihr eigenes Einzelhandelgeschäft eröffnen, indem Sie mit der Immobilien-App auf Ihrem Telefon ein Ladenlokal mieten. Sobald Sie sich einen Standort gesichert haben, wählen Sie die Art des Geschäftes aus, die Sie betreiben möchten und decken Sie sich mit Inventar von anderen lokalen Großhändlern ein. Verwenden Sie eher, um die Schnittstelle zur Einzelhandel... Ach du Scheiße. Man kann wirklich sogar einen eigenen Einzelhandel-Dingens eröffnen? Retail Store. Benutze das Telefon. Achso, das muss man kaufen. Medical Clinic? Wieso können wir nicht zu Meckes? Ja, weil wir müssen erstmal. Chat, wir haben nicht mal einen Arbeitsplatz. Medical Clinic. Guten Tag, Sir. Ich brauche ärztliche Hilfe. Stimulanzien. $100. Ich habe nur 24. Schlaf ist Zeitverschwendung. Also probieren Sie diese staatlich empfohlenen Stimulanzien aus. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass die Energie und die Aufmerksamkeit nach einer einzigen Einnahme um 25% steigt. What the fuck? Junge. Hä? Interessant. Okay, darf ich die haben? Ist, also, be mindful, wenn du Geld hast, gerne. Aber wir haben halt kein Geld, ist das Problem. Wir haben halt leider einfach kein Geld. Agenda. My new home. Mein neues Zuhause sieht ein bisschen leer aus. Ich habe einige Möbel gekauft. Ich muss die Möbel nur noch auspacken und einen guten Platz dafür finden. Apply for a job. Okay, das sind jetzt unsere Missionen. Ich kann mich mit der Job-App auf meinem Telefon... Okay, Chat. Vielleicht machen wir das einfach mal. Wir kümmern uns einfach erstmal um einen Job. Also, wir öffnen die Job-App. Nicht von dieser Welt. Auch noch mit dem allerersten Sub. Dankeschön. Für deinen Prime-Sub. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe natürlich, dass du einen guten Tag hattest. Einfach nur danke dir für den Support. Okay, Chat, was machen wir denn für einen Job? Also, wir haben einmal eins in den Chat für Pizza-Cook, zwei in den Chat für Kurier-Driver und drittens Forklift-Operator.
Ist nicht Forklift Operator Staplerfahrer? Also wir können Pizza machen, wir können Kurierdriver sein. Ist nur die Frage, für was wir Kurierdriver sind. Keine Ahnung. Chat, was sollen wir nehmen? Einzelnen Chat für Pizza Cook, 2 Kurierdriver, 3 für Forklift Operator. 1, ganz klar, Pizza ist Liebe. Was mit Essen? Wer zahlt mehr? Also am allermeisten kriegen wir kriegen $10 die Stunde beim Kurierdriver. Der Pizzacook gibt am wenigsten, der gibt $7 die Stunde. 1. Ihr wollt alle Pizza machen? Okay. City Pizza macht jeden Tag leckere Pizza von Grund auf für Kunden in der ganzen Stadt. Wir suchen derzeit den perfekten Pizzabäcker auch für unsere Küche. Zu den Aufgaben gehören die Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten, oh Gott, Stress, ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Junge, nichts davon geht bei uns. Pünktlichkeit, Hilfe. Aber okay, Jim, wir versuchen es für euch. Für den Job beworben, okay. Achso, das war's? Muss ich jetzt warten einfach, bis sie mich annehmen? Applications unavailable. Ja, okay, Chat, wir haben jetzt den restlichen Tag frei. Was machen wir denn jetzt? Also mir wurde irgendwie, uns wurde ja gesagt, warte, wir Chat, vielleicht, warten Sie, Sir, bitte überfahren Sie mich nicht. Okay, warte, wir gehen nochmal ganz kurz bei uns in die Wohnung, denn wir müssen unsere Wohnung einrichten. So. Wir nehmen am besten mal die Treppen, weil die gehen am allerschnellsten. Happy Meal kaufen gehen. Wir haben kein Geld. Wir haben $24, Chat. Ein Happy Meal kostet hier bestimmt 200. So. Dann lass uns doch mal kurz gucken. Also, Inventar. Okay, lass uns doch erstmal unser Doppel... Warum haben wir ein Doppelbett? Okay, Chat. So lässt es sich schlafen. Dann hätten wir das. Dann haben wir noch 2 Stühle. Use. So, 2 Barhocker. Perfekt. Tada. Und was ist das hier? Körperspray. Ein Sprühstoß und der Gestank ist weg. Cobra Max Body Spray kombiniert ein starkes Antitranspirant mit einem Duft, der den unangenehmen Gestank für Stunden in Schach hält. Kann bei Erwärmung explodieren. Nice. Was ist hier? Bodenbelag. Alter, ich habe hier einfach mal in der Hosentasche den Bodenbelag. Sich bewerben? Boah. Okay, das macht schon was her. Edel. Paint. Eierschalenfarbe. Use. Boah. Okay, das ist ein bisschen sehr grün, aber egal. Und wir haben noch einen Stuhl. Dann kann uns jemand zusehen, wie wir duschen, Chat. Das macht dann unsere Perle, die wir bald ergattern werden in irgendeinem Nachtclub. Zack. Kann man die sogar anmachen? Verwenden? Hä, wie cool! Sunny, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben sogar noch ein Lotterie los. Dieses süchtig machende Pull-Tab-Ticket ist jetzt in 5 Varianten erhältlich und lässt sie garantiert nicht mehr los. Use. Oh mein Gott, Chat, alles Glücksspiel. Oh nein, wir haben nichts gewonnen. Also ich denke mal, es müssen wahrscheinlich 3 in einer Reihe sein oder 2 oder so. 2. $1. $1. Chat, jetzt können wir Happy Meal kaufen. Oh mein Gott, wir haben $1 gewonnen. Wow. Schlafen, nehmen, Ausfahrt. Was heißt Ausfahrt? Achso, einfach abbrechen. Okay. Ja, Chat, also oben links haben wir eine Anzeige, ne? Also duschen, trinken, essen und Energie. Wir gehen einfach nochmal ganz kurz duschen. Wir sind nun reich. Yeah. Dennis, einen wundervollen Abend wünsche ich dir nochmal. Okay, wir haben sogar... Oh, ein Schokoriegel. Okay, das ist auch geil. Okay, Chat. Ja, wir sind jetzt fertig, ne? Also, wir haben jetzt alles eingerichtet. Wir haben eine Rückmeldung bekommen. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir haben uns Ihre Unterlage angesehen und es sieht so aus, als ob Sie für diese Stelle, für die Sie sich beworben haben, sehr gut geeignet wären. Sie fangen als Arbeiter an und wir freuen uns darauf, Sie mit Gehaltserhöhungen und Beförderung für vorbildliche Arbeit zu belohnen. Bitte wählen Sie in der Job-App eine Schicht aus und erscheinen Sie pünktlich zur Arbeit. Alter, wir müssen wirklich richtig pünktlich zur Arbeit. Okay, das ist richtig krass. Jobs...
Pizza Cook. Okay, warte mal, wir haben... Oh, es ist schon zu spät. Okay, wann wollen wir denn arbeiten? Es gibt einmal von 11 Uhr bis 15 Uhr und einmal von 16 Uhr bis 20 Uhr. Ich würde aber sagen, das ist sehr angenehm. Einfach genauso stressig wie im echten Leben, wirklich. Wann gehen wir denn arbeiten? Also wir haben jetzt schon wieder nach 16 Uhr. Okay, wir gehen einfach morgen um 11 Uhr arbeiten. Gegenstand der Tagesordnung hinzugefügt. Okay, Chat, 11 Uhr müssen wir bei der Arbeit sein. Okay, wisst ihr, was wir machen? Weil wir sind natürlich auch hier total der Overthinker. Wir fahren jetzt einfach mal zur Arbeit, obwohl wir noch gar nicht arbeiten müssen. Einfach damit wir wissen, wo wir überhaupt hin müssen. So früh. Ja, wir müssen eine frühe Schicht machen, Chat. Dann haben wir mehr vom Tag. Oh, Dennis fährt sich gerade eine fette Pizza rein. Die könnte von uns sein, Dennis. Genieß sie. Okay, wie komme ich jetzt zu meinem Arbeitsplatz? Woher weiß ich, wo mein scheiß Arbeitsplatz ist? Business. Mission. Aber woher weiß ich, wo ich... Chat, habt ihr irgendwo eine Pizzeria gesehen? Oh mein Gott, jetzt geht's aber los hier. Aus dem Weg! So, lass uns doch einfach mal unsere Stadt... Ach du Scheiße, warum ist das so laut? Okay, oh hier! Warte mal, ist das schon mein Arbeitsplatz? Das geht so mit dem Auto. Ey, das ist der Arbeitsplatz! Benutze das Telefon, um die Schicht zu wählen. Ach so! Warte mal, und da fahre ich mit dem Auto hin? Okay, und was haben wir hier? Station. Alter, ein richtiges Lokal, okay. Guten Tag. Darf man sich hier auch mal... Ich habe zwar nur $25, aber darf man sich hier auch mal ein Getränk bestellen? Okay, Chat, das machen wir jetzt einfach mal, denn wir müssen was trinken oben links. Warte mal, das hat... Liegt das jetzt daran, dass... Warte mal, was ist mit seinen Armen los? Sir, geht's Ihnen gut? was ist denn mit seinen Armen los? Sir, ist bei Ihnen alles okay? Alter, das hat 2,50 gekostet und das hat einfach null aufgefüllt. Also wirklich einfach null. Der Arme. Oh, hallo, schöne Frau. Boah, mit $5 muss ich einsteigen. Das ist zu viel, das tut mir sehr leid. Das ist zu viel, ich brauche das Geld zum Überleben. Das müssen wir leider aber noch anders machen. So viel Glücksspiel einfach, halt wirklich. Guck mal, hier können wir uns, glaube ich, Autos kaufen, ne? Alter, der ist aber wirklich gut gefüllt. Also, hier können wir uns Autos kaufen. Botflix, einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag, Sir. Okay, es gibt nur ein Auto. Gibt es noch mehr? Hallo? Okay, es gibt verschiedene Autos. Okay, wie viel kostet so ein Teil? 12.500. Kostet so einen Transporter. Und der kostet 25.000. Der kostet 5.000? Oh mein Gott. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert das hier Geld zu beschaffen in dem Spiel? Das wird wahrscheinlich schwerer sein, als im Real Life Geld zu verdienen. Okay, Chat, wisst ihr, was wir jetzt einfach machen? Wir fahren jetzt nach Hause, den weiten Weg. Und dann würde ich sagen, schlafen wir einfach mal. Dann schlafen wir einfach mal. Und vielleicht können wir dann erstmal arbeiten gehen. So. Hast du eigentlich immer noch nur deine Unterhose an? Natürlich, das ist unser Dresscode für die Arbeit. So, wir versuchen das jetzt einfach mal. Oder hatte ich noch eine andere Quest bekommen eigentlich? Agenda? My new home? Okay, aber eigentlich habe ich doch schon alles, ich habe doch eigentlich schon alles gemacht, ne? Ich habe eine Schicht für meinen Job übernommen. Ich sollte darauf achten, pünktlich zu kommen, um meinen Lohn zu verdienen. Ja, okay.
Wir haben erst 18.40 Uhr. Was macht ein normaler Mensch dann so den ganzen Tag? Kostet das Game? Nee, das ist eine Demo. So. Okay, ja, wir gucken jetzt Netflix. Das Real-Life-Netflix. Schlafen. Okay, also wir schlafen bis... Warte mal, Mittwoch. Hä? Ich kann nur bis 19... Warte mal. 19 Uhr? Hä? Ich kann nur 3 Stunden schlafen? Hä? Okay. Warte, ich muss mal was zu... Ich nehme mal was zu trinken mit, Chat, ne? Hier, ich packe einfach mal alles ein, weil wir brauchen bestimmt zu essen. Vielleicht sind wir... Achso, du meinst, wir sind einfach noch zu wach? Ja, es ist halt die Frage, was macht man den ganzen Tag in einem Spiel? Also, was ist jetzt... Bankwesen. Ihr Sparkonto wird am Ende eines jeden Tages... So, guck mal, jetzt haben wir irgendwie 20 Uhr. Okay, Chat, wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt einen Ausflug zusammen. Also. So, wir fahren jetzt, genau, wir fahren jetzt einfach mal, machen einen kleinen Ausflug, okay? Ich habe keine Ahnung, wo man hier so hinreisen kann. Wir könnten auch Essen einkaufen gehen, stimmt, das könnten wir auch gleich mal eben machen. Boah, warte mal, was ist das hier? Ah! Oh, shit! Okay. Paint and Body Shop. Okay, das klingt interessant. Versperrte Türen. Ist schon zu spät? Ach so, warte mal, man muss die Karre... Ah, das ist wie bei GTA, ne? Das ist einfach so ein Paint and Spray praktisch. Irgendwie, die Karre hört sich an, einfach wie diese Sirene, wenn die Bomben kommen. Okay, ja, hier können wir... Ja, okay, alles klar. Können wir vielleicht das Auto unserer... 100 Dollar... Wir haben kein Geld für so ein Spirenzchen. Da, für sowas haben wir kein Geld. Rija mit 20 Monaten, dankeschön. Ob wir draußen ausgeraubt werden? Ach, guck mal, ist das auch ein Job? Ah, das ist der Driver-Job bestimmt, ne? Rija, ich danke dir von Herzen für die 20 Monate. Schön, dass du da bist. Wieso muss nochmal alles, was kostet, wie im Real Life? Chat, ist der Ton ein bisschen zu laut? Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Huch. Oh mein Gott! Ach du Scheiße, es passiert nochmal. Ja, das ist jetzt blöd. Sir, können Sie mich mitnehmen? Warte, ich wollte mal kurz diese Lautstärke von diesem Auto. Das ist geisteskrank bei mir in den Ohren. Okay, also Chat. Ja, hier... okay. Ja, hier geht's wohl erstmal nicht mehr weiter. Schade. Wir sind einfach bei Under the Dome. Warte mal, können wir hier rumfahren? Nee. Ja, hier ist alles zu. Wir sind einfach in Under the Dome, wirklich. Ob wir gleich, also praktisch verdursten, weil wir bräuchten nochmal einen Drink irgendwie. Benru, dankeschön auch an dich für deinen allerersten Prime-Sub. Dankeschön. Da geht auch mal nochmal viel Liebe an dich. Ich danke dir von Herzen. Du hast auch Trinken dabei, ja, aber es wäre irgendwie lustig zu gucken, ob man wirklich sterben kann. Ich danke dir von Herzen, Benru, dankeschön. Ob man vielleicht auch aus der Leitung trinken kann, das ist eigentlich ein guter Call. Oh, das könnte funktionieren. Okay, wir cruisen jetzt einfach mal. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Weiß einer zufällig gerade, wie viel Uhr wir haben? Warte, ich guck mal ganz kurz auf mein Handy. Oh, shit! Ja, also wir haben 20.47 Uhr. Ja, wir müssen bald schlafen gehen. Sarah, einen wundervollen Abend wünsche ich dir. Darf ich hier mal vorbei? Dankeschön. Was haben wir hier? Oh, eine Tankstelle. Okay, lass uns doch einfach mal gucken, ob man hier vielleicht dann in der... Kann man hier reingehen? Ah ja, Pump. Interagieren. Guten Tag. Oh, hier können wir Wasser kaufen. Beef. Cold Refreshments.
Und überall gibt's Toiletten. Kann ich hier vielleicht aus dem Waschbecken trinken? Bianca, pass auf dich auf. Okay, trinken kann man daraus nicht. Okay. Guten Tag. Ich würde gerne einmal haben. Tabakko? Lotterie. Lotterietickets. Ah, was nehmen wir denn da, Chats? Orange Soda, Traubensoda. Guck mal, hier gibt es sogar Proteinshakes. Ich würde sagen, wir nehmen hier einfach mal so eine Cola. Eine Diät-Cola, weil wir müssen auf unsere Linie achten. So, wir nehmen einfach mal 3 Stück von mit und vielleicht nehmen wir auch nochmal mit. Was haben wir denn hier? Eine Nukebox. einfach eine fucking Nukebox. German Sausage. Ja, also $5 kostet die. Okay, wird eingepackt. Die German Sausage. Eine schweißtreibende Kombination aus fettem, hormonbehaltenem Hühnerfleisch und einer übergroßen Portion rauem, braunem Reis. Alles getränkt in einer proprietären auf MSG basierenden scharfer Soßen. Use. Nicht verbrauchbarer Gegenstand. Oh mein Gott, müssen wir das zu Hause zubereiten? Ey, Alter, so eine kleine Kirschsoda gibt wirklich einfach gefühlt null. Du brauchst ja 20 Stück, um dich da irgendwie... damit du irgendwie zufrieden bist. Ach du Scheiße. Lag Schlafgut. Oh, warte mal, da kann man weiterfahren. Wir machen jetzt die Nacht unsicher. Jenny, danke schon auch nochmal an dich für die... Oh nein, nicht schon wieder! Ich danke dir von ganzem Herzen nochmal für die 16 Monate. Dankeschön. Chat, ich danke euch natürlich mal wieder von ganzem Herzen für den Support. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, dass ihr alle einen guten Tag hattet. Und ja, ich bin euch ganz ehrlich, also bis jetzt läuft das neue Leben ziemlich schleppend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es läuft sehr schleppend. CB auch noch mit einem verschenkten Sub. Ich danke dir von Herzen, CB. Dankeschön. Wer hat denn da diese scheiß Kuppel über diese Stadt getan? Okay, jetzt versucht, Chat. Was passiert? Oh, was ein wunderschöner Abend heute. Diese Luft, toll. Keine Leiche, keine Beweise. Okay, ich würde sagen, es war ein sehr ereignisreicher Tag. Wir legen uns jetzt erstmal ins Bett. Kann ja mal passieren. So. So, sitzen. Finde ich auch sehr schön platziert. Wie kann ich hier wieder aufstehen eigentlich? Escape, okay. Ja, Chat, ich würde sagen, es war ein sehr ereignisreicher Tag. Wir haben jetzt 22.43 Uhr, also da geht ja jeder normale Mensch auch schlafen dann. Interagieren, wir gehen jetzt schlafen und zwar schlafen wir bis 5 Uhr morgens. So. Scheiße, wir haben nur noch $5. Es regnet! Ja, der erste Arbeitstag, es regnet sofort, verständlich. Wir bereiten uns jetzt erstmal... Oh, eine Currywurst. Wobei, es sieht ein bisschen aus wie Currywurst, aber da ist Reis und so drin. Aurora, einen wundervollen Abend. Guten Tag. Okay, Essen ist fertig. Ist das jetzt in meinem Inventar? Okay, gefrorenes Hauptgericht. Use. Aber es ist ja jetzt nicht mehr gefroren. Okay, Gegenstand wurde benutzt. Okay, das hat uns komplett gesättigt. Warum kann ich nicht... Ah! Das geht doch! Aber nur zu Hause. Okay, also unser erster Arbeitstag beginnt einfach um 11 Uhr, glaube ich, war das, ne? Ja, wir haben ja jetzt noch... Chat, wisst ihr, was das Problem ist? Wir haben halt kein Geld, wir können nichts machen. So sieht Dommer aus, wenn der Kollege mit dem Stapler überfährt. Ja, so in etwa. Wir haben noch einen Rubbel los, aber das haben wir doch schon benutzt, oder? Oder hatten wir mehrere? Ich glaube, das ist... Ah ne, wir haben... Ach so, ich dachte, der behält das einfach im Inventar. Komm, das große los. Wo bleibt das große Geld?
Das neue Leben ist scheiße. Kleidung wechseln? Hä, warum? Wir haben noch. Das passt doch super für so einen Tag. Für unseren ersten Arbeitstag. Wir sind genau richtig angezogen. Auch für dieses Wetter. CB, dankeschön für die weiteren 200 Bits. Dankeschön, Mann. Dankeschön, dankeschön. Hast du nicht noch eine Lampe im Inventar? Was? Ich hab Körperspray. Nee, ich glaube, wir müssen auf Klo gehen. Das ist so eine Toilettenpapierrolle. Warte mal, was haben wir denn hier? Lockpick hervor. Wir können da einbrechen. Oh mein Gott, jetzt ist die Frage, wo kriegen wir einen Lockpick her? Im Supermarkt? Vielleicht im Supermarkt? Hier, bei ihm hier bestimmt. Okay, mein Bester, hast du vielleicht... Er hat's wirklich, 2,50 wird gekauft. Dankeschön. Er hat wirklich einfach einen Lockpick. Die Geräusche sind auf jeden Fall krass, ne? Warte, was passiert, wenn ich durch so eine dunkle Gasse gehe? Werde ich verprügelt? Gleich sind wir im Knast. Also man muss ja auch das neue Leben mal ein bisschen ausnutzen, ne? Also. So. Jo, das hat ja super funktioniert mit dem Lockpick. Toll. Nice. Chat, das neue Leben ist scheiße. Aber das ist der falsche. Ich muss hier rein. Ah, das war jetzt wohl nix. Okay, also wir versuchen es nochmal. So, nochmal kaufen. Gegenstand, wir haben noch 76 Cent. Kevin, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ja, jetzt haben wir kein Geld mehr. Egal, Chat, da drin ist das ganz große los. Wir sollten es versuchen. Das klappt jetzt. Okay, wir haben einen Müsli-Riegel. Zigaretten. Echt jetzt? Was? Wie, hier ist nichts drin? Das kann doch nicht sein. Okay, Chat, also darauf jetzt erstmal einen wegziehen. Also das ist ja, warte mal, wir dürfen nicht zu spät zu unserem Beruf kommen, zu unserem Zweitjob. Also das ist ja komplett für den Arsch. Wir haben einfach 5 Dublonen dafür verschwendet und hier ist einfach, also... Ich dachte jetzt gibt es da irgendwas Krasses drin. Keine Ahnung. Ja, also das war enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Warte mal, können wir hier vielleicht auch überall rein? Nice, jetzt sind wir kriminell und broke. Chat, ich sage euch ganz ehrlich, unser neues Leben sieht nicht so rosig aus gerade. nicht so rosig. Wir haben 8 Uhr morgens. Junge, ich will endlich arbeiten, Mann, dass ich das mal sage. Lili, einen wunderschönen guten Abend. Okay.
Kann man hier nicht irgendwo noch einbrechen? Mann, warum nicht? Geht erstmal nach Hause. Geh erstmal nach Hause und geh aufs Klo. Retail Store. Hm. Das ist mir schon zu realistisch, das Game. Okay, ja, dann gehen wir vielleicht, bevor wir arbeiten gehen, gehen wir nochmal fett aufs Klo vorher. Worum geht es in dem Spiel? Um unser Leben. Hoppala, gerade in den Stream gekommen und dann wirfst du dich vor ein Auto. Ja, das ist, das war aus Versehen. So, ich muss jetzt erstmal auf Klo gehen. Toll. Also, dass ich das mal sage, dass ich endlich arbeiten möchte, also das sagt eigentlich auch schon alles über unser Leben hier aus. Hände waschen wird überbewertet. Wir müssen gleich Pizza zubereiten. Die haben das verdient. Assets, Utilities, Park West. Ja, ich meine, die Sache ist so, was wollen die mir nehmen, wenn ich halt nichts habe, ne? Match, coming soon. Oh mein Gott, wir können noch nicht mal eine Partnerin kennenlernen. Das können wir erst im fertigen Spiel. Okay, gibt's hier keinen TikTok oder so, dass man irgendwas zu tun hat? Irgendeine Social-Media-App oder so? Maya, einen wundervollen Abend wünsche ich dir. Du kannst ja noch eine Stunde schlafen. Komm, wir schlafen noch eine Stunde, Chat, bis wir arbeiten müssen. 10 Uhr. Ja, komm, schlafen. Okay, alles klar. So. Also, wie schnell vergeht die Zeit hier? Okay, also, Chat, jetzt gleich arbeiten. Unsere erste Schicht bei der neuen Arbeit. Bitte sei cool. Bitte, bitte, bitte. So, und weil das so weit ist, fahren wir am besten mit dem Auto. So machen das die Amis. So. Was haben wir denn für eine frische Fliese? Ja, ich wollte das so detailgetreu wie möglich machen. Und wir sind auch schon da. So, wir sind viel zu früh bei der Arbeit. Schon ein cooles Spiel, wie Sims nur in GTA-Optik. Ja, und halt mit gar nichts zu tun, ne? Das stimmt wohl. So, hören Sie bitte auf, mich anzurempeln? Was soll denn die Scheiße? So, Chat, wir zählen jetzt die Minuten runter, bis wir endlich arbeiten können. Um 11 Uhr beginnt die Schicht, ne? Warte mal, muss ich eigentlich... Ne, ich habe die Schicht ja schon angenommen, ne? Ich habe die ja schon angenommen, also muss ich da dann nur reingehen? Yay, arbeiten! Es ist soweit, wir dürfen endlich arbeiten gehen. Wir übernehmen einfach beide Schichten, wir haben ja nichts zu tun, dann bekommen wir auch Geld. Ja, wenn das geht... Okay, Chat, gleich. Es ist fast soweit. Wir sind zwar viel zu früh da, aber wir wollen ja auch einen guten Eindruck machen für unseren Chef. Wir haben unsere beste Kleidung angezogen. Unsere schickste Boxershorts. Und... Willkommen zu deiner ersten Schicht als Pizzabäcker. Um loszulegen, gehst du durch die Personaltür hinter der Theke. Und oh Gott, ich bin so aufgeregt. Unser erster Arbeitstag. Stuff only. So, die Schicht beginnt bald. Okay, los geht's. Nimm eine Kugel Pizzateig aus dem Behälter und lege sie in die Vorbereitungszone. Nachdem du die erforderlichen Zutaten hinzugefügt hast, schiebst du die Pizza zum Backen in den Ofen. Wenn die Pizza fertig ist, gib sie zum Schluss in die Pizzaschachtel. Okay, ich habe keine Ahnung, aber das wird schon irgendwie schaffen. Das wird schon irgendwie klappen. Okay, also es muss dahin. Okay, wunderschön. Okay, so, jetzt muss ich da... warte mal, was muss ich da drauf machen? Spezialsoße? Muss da alles drauf? Spezialsoße. Mozzarella. The Pepperonis. Muss da auch Cheddar drauf? Pepperoni. Pepperonis müssen drauf. Pilze müssen drauf. Alter, Zwiebeln auch noch. Da, die Zwiebeln. Und Schinken. Speck. Warte mal, warum steht da Hamburger? Grünes Pfeffer? Warum Hamburger? Wurst? Schinken, Huhn, Pilz. Warte mal, wo kriege ich denn jetzt einen Burger her?
Oder muss ich jetzt einen Burger zubereiten? Ach, das ist einfach diese Soße? Das ist Hamburger-Soße? What the fuck? Okay. Müssen wir jetzt noch eine machen? Echt jetzt? Warte mal, man macht also dann die ganze Zeit... Ah nee, das ist jetzt eine andere. Zerstören? Okay, ich kann Dinge einfach zerstören. Das ist ja auch interessant. So, Mozzarella. Die Peperoni. Die Pilze. Pilze hier. Und dann der grüne Pfeffer. Und Speck. Und Hamburger. So, fackelt die mir da jetzt ab? Nee, die sieht gut aus. Achso, warte mal. Muss ich jetzt erstmal die hier wegtun? Okay, wir haben 44 XP bekommen. Cheese. Oh nein! Ach so! Oh! Jetzt habe ich die ja schon... Oh nein! Oh. Ja, die, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Warte mal, Spezialsoße und Mozzarella nur? Das war's? Warte mal, Mozzarella ist hier. Das war's, mehr nicht? Okay. Also ich nehme eine Pizza Margherita, kommt sofort. Ist bestimmt so Hackfleisch oder so. Okay, bitteschön. Schade auch, dass hier irgendwie so niemand reinkommt in den Laden oder so. Okay, Deluxe. Alles klar. So, jetzt kommt die Spezialsoße. Und der Mozzarella. Und die Pepperoni. Und die Pilze. Und die Zwiebeln. Grünes Pfeffer. Speck. Und Hamburger. Wow. Aber wie blöd, dass nicht mal ein Kunde reinkommt oder so. Es wäre irgendwie cool, wenn die so mit einem reden würden und zu sagen würden, so, yo, ich würde gerne die Pizza haben oder die Pizza. Okay, wir haben 50 XP bekommen, nice. Und wieder eine Pizza Margherita. So, die Spezialsoße und der Mozzarella. Toll, jetzt habe ich Lust auf Pizza. Ja, ich auch. Isana, einen wunderschönen guten Abend. Arbeitslosengeld gibt's hier leider nicht. Das bräuchten wir aber. So. Lauchbär, einen wundervollen Abend. Alles klar bei dir. Ich nehme eine Margherita, aber mit Hähnchen, bitte. Okay, mal gucken. Ich glaube, jetzt ist was Neues. Die hatten wir eben noch nicht. Okay, Spezialsoße. Mozzarella wieder. Peperoni. Nee, das ist falsch. Pilz. Und grüner Pfeffer. Machst du mir bitte auch einen? Natürlich, Chat. Was wollt ihr haben? Chat, was möchtet ihr haben? Ich mache euch eure Pizzen. Natürlich, natürlich. Okay, wir haben 5 von 5. Und da oben läuft auch irgendeine Zeit ab. Ja, aber ich weiß jetzt nicht. Ist das einfach so, so lange ist unsere Schicht vielleicht? Okay, Mozzarella wieder drauf. Dann der Peperoni. Und zack. Das Blöde ist halt, ich kann jetzt nicht schon vorbereiten, sondern ich muss halt erst warten, ne? Oder ist das einfach die gleiche... Ah, ich muss jetzt nochmal die gleiche? Nee. Nee, man muss wirklich warten, bis sie dann verkauft ist. Dann kann man erst weitermachen. Eine Schafe ohne Fleisch. Okay, also hier ist eine Margherita, wenn jemand möchte. Hier ist noch eine Margherita für jemanden, wer will. Hier, bitteschön. Jana, pass auf dich auf. Ich mag Pizza nicht wirklich. Es sei denn, es ist die von der Pizzeria, was wir vielleicht viermal pro Jahr mit Glück haben. Du magst die Pizza nur von einer einzigen Pizzeria? Chat, wir sind Level 2. Ich kann mir gut vorstellen, dass das gut ist. Oh, jetzt kommen neue Sachen dazu, glaube ich. Spezialsoße, Mozzarella, Schinken und Speck und Ananas. Ananas. Eine Salami bitte. Viele im Chat mögen also Pizza Hawaii. Ja, also hier geht's auch schon los jetzt. Gibt's auch vegan? Natürlich. Alles für dich, natürlich. Okay, also. Eine mit Ananas. Die ist wahrscheinlich im Müll gelandet. Jetzt kommt die nächste.
Spezialsoße, Mozzarella und hier möchte nur noch jemand Pepperoni drauf haben. Ja, ich weiß, klingt komisch, aber meine Mutter kann halt nicht eine Pizzeria toppen. Ja, also du meinst halt generell von Pizzerien, meinst du jetzt? Chris, einen wunderschönen guten Abend. Eine Pizza mit Pilzen und Schinken würde ich nehmen. Natürlich, kriegst du. Na, ist auch klar. Was ist eigentlich, wenn ich eine falsche zubereite? Was passiert dann? Krieg ich dann Ärger? Okay, also du würdest gerne... Warte, ich bereite dir eine zu, Chris. Also mit Pilzen... also Pilz und Schinken. Bitteschön, mein Bester. Mach ich dir. Ist doch klar. So, dann gucken wir doch mal, ob ich jetzt einen Abriss vom Chef bekomme. So, bitteschön, Chris. Rezept falsch. Okay. Da war aber jemand dann leider doch nicht zufrieden. Schade. Naja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben, es hat nicht ausgereicht. Schade, schade. So, Schinken, Hamburger und Wurst. Moin, was gibt's heute? Also Wurst ist irgendwie... Warte mal, wo ist die Wurst? Hier, das ist, weiß ich nicht, irgendwie komisch. Dominik, einen wundervollen Abend wünsche ich dir. Dankeschön für die 2 Monate, mein Bester. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht es gut. Danke, 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 danke. Ist das die Demo-Version? Ja. Okay, wir haben noch 3 Sekunden. Ich würde sagen, wir hören auf. Sehr geil, danke dir. Sieht lecker aus. Schön, schön, dass du zufrieden bist. Also Chat, wir haben konkret korrekte Pizzen serviert. 10 Stück. Löhne, $9 die Stunde, $36 Bonus, $37. Wir haben Gesamteinnahmen von $73. Also Chat, wir haben hier gerade in einer Schicht $73 gemacht. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ein Auto kostet 12.000. So, und jetzt ist halt die Frage, ne? Also, was macht man jetzt? Also, ich meine, man kann sofort noch eine machen, also noch eine Schicht. Aber die anderen zum Beispiel kann man jetzt nicht mehr machen. Also, was mache ich denn jetzt in dieser Stadt? Jetzt gehen wir pokern. Okay, machen wir. Warte mal, pokern können wir nicht. Wir können aber Blackjack. Chat, könnt ihr Blackjack? Ich habe da gar keine Ahnung von. Also, ich gehe mit 5 Euro rein, okay? Mit $5. Okay, ich kann jetzt Stand oder Schlag machen. Was mache ich jetzt? Mach mich reich. Chat, mach mich reich. Mache ich jetzt Stand oder Schlag? Ich meine, hab einen wunderschönen Abend. Pass auf dich auf. Du musst auf 21 kommen. Du darfst nicht über 21 kommen. Wie viel hast du? Weiß ich nicht. Ist es, heißt das, ich habe jetzt 11? Ja, dann Hit. Okay, also sagt ihr Hit. Jetzt habe ich 17. Und jetzt? Warum steht da eine 10? Wer näher dran ist, gewinnt. Zu risky, dass man über 21 kommt. Ach so, das wäre jetzt zu risky, wenn ich jetzt Schlag mache, um... Ach so. Okay, also Stand. Ich habe $5 gewonnen. Oder? Über 21 ist sofort verloren. Weil sie drüber ist und 24 hat. Okay, und was muss ich jetzt machen? Warte mal, geben? Achso, fängt das Spiel jetzt von neu an? Ah, jetzt fängt es neu an. Okay, ich bin jetzt bei 14. Ja, da muss ich ja... Da muss ich ja dann wieder Schlag machen, ne? Tja, das ist eigentlich ein Gamble-Simulator. WTF. Wenn du direkt eine 21 hast, bekommst du das 2,5-fache vom Einsatz oder so. Also wenn ich genau auf eine 21 komme, kriege ich das 2,5-fache. Die höchsten Karten haben halt 10. Okay, also es kann passieren, dass ich auch eine 10 kriege jetzt.
Okay, was heißt das? Wer ist der Kollege jetzt da? Ein Ass hat eine 11 oder eine 1. Also mache ich jetzt Widerschlag? Was ist das, eine Dame? Ich habe keine Ahnung, das sieht aus wie ein Typ mit einem Bart. Ich würde Stand machen. Ja, rein da. Ja, Schlag. Ja, rein da. Okay, jetzt Stand, ne? Also jetzt ja unbedingt Stand, damit ich nicht über die 21 komme, ne? Ja, Chat, wir werden... Okay, warte mal. Jetzt nehmen wir 10 Dollar. Okay. Top, alles klar. Chat, wir können das Auto bald kaufen. Also, jetzt gehen wir mit 10 rein. Okay, eine 7. Oh, 17? Scheiße, was sagen wir dazu? Oh, fick, wir müssen, Chat, gleich duschen, sonst fällt die, glaube ich, in Ohnmacht, die Frau, die uns hier betreut. Stand, schwierig. Stand, ihr sagt Stand. Scheiß auf Pizza backen, das bringt doch gar nichts. Stand, schwierig. Ah! Wir haben 94 Dollar, oh mein Gott. Okay, nochmal 10, wir gehen nochmal rein mit 10. Jetzt sind wir wieder bei 18. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich wieder Stand machen, ne? Stand. Okay, ich muss jetzt... Ich kann nicht mehr auf Stand machen. Was heißt das jetzt? Kündige den Job. Und was mache ich jetzt? Oder ist das Spiel einfach zu Ende dann, wenn wir gleich sind? Flumi, dankeschön für dein Follow. Also ist einfach Gleichstand. Bei Gleichstand verlierst du. Also ist einfach egal, dann kriegt keiner was. Okay, dann gehen wir wieder rein mit 10. Okay, wir sind wieder bei 17. Ich meine, man könnte es versuchen. Bis jetzt hat sie jedes Mal verschissen, ne? Bis jetzt haben wir jedes Mal Stand gemacht und sie hat verschissen. Ist halt sehr risky, dann. Stand, sagt ihr? Stand? $10 weniger. Diese Welt ist so scheiße. Mist. Kommt das auf YouTube? Ich habe leider den Anfang verpasst. Ja, das kann ich auf YouTube hochladen. Okay, Chat, einmal noch. Noch einmal. Okay, 16. Gehen wir rein? Schlag? Klar, rein da. Schlag rein. Jetzt aber aufs alles, ne? Okay, Schlag. Nein! Diese Welt ist so grauenhaft und düster. Danke, Josh, dass es mir immer besser geht, wenn ich bei dir im Live bin. Mullen, follow. Sie ist so grauenhaft und düster. Okay, Chat, warte, wir müssen erhöhen. Wir gehen mit 15 rein. Maya, ich danke dir von ganzem Herzen für die 7 Monate und schön, dass du hier Spaß hast. Ich danke dir von Herzen. Ich hoffe, dass du einen guten Tag hattest. Also mit 14 müssen wir rein. Die Sucht kickt, merke ich schon. Nur noch eine Runde. So fängt Glücksspiel an, Leute. Glücksspiel ist schlecht. Chat, in Real Life wirklich, ne? Ich mach das jetzt nur zum Spaß, ne? Also Real Life wirklich niemals, auf gar keinen Fall, ne? Im Spiel ist das was anderes jetzt. Okay, also Schlag. Wir sind wieder im Rennen. Wir sind wieder im Rennen. Sehr gut. Gehen wir nochmal mit 15 rein. Ab jetzt raus. Genug gespielt, Glücksspiel kann süchtig machen. Chat, wisst ihr, was das Problem ist?
Es gibt nichts anderes in diesem Spiel. Ich meine, wir können halt auch noch... Warte mal. Junge Frau, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Oh, fuck. Ich muss mich mal kurz waschen. Ich glaube, ich bin hart am Stinken. Kann ich hier einfach auf die Toilette gehen? Und mich mal eben waschen? Ich muss mich kurz waschen, Chat. Okay, also ich meine, wir können natürlich auch noch so, dass es keiner sieht. Also es gibt noch Slots. Wie viel kostet ein Spin? Wie viel kostet ein Spin? Credits 89. Heißt es, ich habe 89 Dollar? Bet 1. Ich habe jetzt Angst, dass ich mein ganzes Spiel auf einmal, also mein ganzes Geld verwette. Das ist einfach ein fucking Gamble-Simulator. Okay, nochmal. Ah, Mann. Deswegen brauchen Männer immer so lange auf Klo. Warte mal, was ist, wenn ich Bet 2 mache? Ey, doch, ich habe Geld bekommen. Ich habe 90 Dollar. Also wir sind die ganze Zeit bei, also wir sind bei 88 Dollar. Warte mal, was ist, wenn ich Bet 3 mache? Wette ich dann 3 Dollar? Ja. Damn! Oh, das gefällt mir. Warte mal, wir haben aber nur 5 Dollar bekommen. Was soll das? Noch mehr, wir brauchen mehr. Ich will mir ein Auto kaufen. Los, 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 wo bleiben die Gewinne? Ah. Scheiße. Oh, wir sind aber... Mist. Okay, Chat. Warte, wir brauchen einen Ausgleich. Wir brauchen einen kleinen Ausgleich. Warte mal, wo ist nochmal die Frau? Hier, ne? Okay. Mit was gehen wir rein? 10? Wir gehen mit 10 rein. 16! Chat, Stand oder Schlag? Was sagt ihr? Einfach all in? 50? Junge, Chat, wir haben kein Geld mehr nachher zum Essen kaufen. Kriegen immer hohe Zahlen. Wirklich jedes Mal, ne? Was soll der Bums? Schlag, Schlag, Schlag. Nice! Genau 21. So sehe ich das gerne. Warte mal, wie hoch kann man gehen? 25 Dollar. Okay, rein da. Okay, wir haben eine 13. Ja, Schlag eigentlich. Muss doch. Schlag, Schlag, Schlag. Essen kannst du, wenn du tot bist. Ach nee, das war schlafen. 19? Eigentlich, wir müssen aufhören, oder? Stand. Ich sehe es schon kommen, wir landen im Zelt. Niemals, bitte sag das nicht. Niemals zurück zu den Zelten. Niemals, bitte, Chat, nicht zurück zu den Zelten. Okay, Stand. Yo! 118 Dollar haben wir jetzt. Shit, und ich meine, wir verrecken gleich, weil wir Durst haben. Okay, gehen wir nochmal rein? Wir sind reich. Boah, Chat, wir können jetzt gleich erstmal richtig fett einkaufen gehen. Okay, noch einmal für heute. Weil wir müssen auch mal nach Hause gehen und uns duschen und was zu essen kaufen. Okay, 12. Ja, Schlag.
Schlag safe. Schlag, Schlag, ja. Loser, wer 22 hat. Okay, rein da. Diese Welt ist so grauenhaft und dunkel. Ja, das Wetter passt zu meinem Mut. Diese Welt ist so trostlos. Wir hätten aufhören sollen. Chat, wisst ihr, also was ich mich gerade frage, ne, wie kündige ich meinen Job? Ich will auch die anderen Jobs noch ausprobieren. Wie spät haben wir es? Wann ist unsere nächste Schicht? Ja, die ist immer halb morgens, aber wir haben 22 Uhr gerade. Aber wie ist das? Ich würde gerne einen anderen Job machen. Wie kündige ich? Habt ihr irgendwo gesehen, wie ich kündige? Aber insgesamt haben wir 7 Dollar Gewinn gemacht. Ja, es war ein sehr guter Tag heute. So, und weil der Tag so unfassbar geil war, machen wir uns jetzt ein richtig schönes Mikrowellen-Sushi. Okay. So. Wow, das hat nicht mal komplett aufgefüllt, das Sushi. Was eine Scheiße. Oh, wir müssen hart auf Klo und duschen. Und wir sollten vielleicht schlafen gehen. Warte, wir gehen noch duschen, bevor wir schlafen gehen. Genius, pass auf dich auf. Ich hatte mal Sushi zu lange in der Mikrowelle und dann war es nicht mehr roh. Seit wann macht man Sushi in der Mikrowelle? Wir machen das so. Ich find's geil, wie unsere Tür immer offen steht. Ja, wir sind da sehr offen. Wir haben da gar kein Problem mit. So, schlafen. Also, Chat. Ja, wir müssen halt jetzt auf jeden Fall, wir haben kein Essen mehr, das heißt, wir müssen auf jeden Fall für Essen sorgen. Ah doch! Oh, nee, wir haben noch die Nuke-Box. Okay, ja, lass mal kurz gucken, ob wir irgendwie unseren Job kündigen können. Irgendwie müssen wir den noch kündigen können. Muss ich nur eine Schicht in der App auswählen? Ich meine, das wäre jetzt sehr blöd, wenn der Entwickler nicht daran gedacht hat, dass man den Job auch irgendwie kündigen kann. Also, dass man das möchte vielleicht. Aber ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass man da als Entwickler nicht dran denkt. Pack, einen wunderschönen guten Abend. Warum steht da ein Stuhl vor der Dusche? Ja, weil wir haben uns schon darauf vorbereitet, wenn wir bald eine Partnerin haben, dass sie uns zusehen kann beim Duschen. Wegen unserem Astralkörper. Junge, 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 hier ist aber auch wirklich ein Wetter, ne? 4 Uhr morgens, es ist immer noch am Schütten. Ja, warte mal, nee, wir fahren. So, wir müssen mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie unseren Job kündigen können. Benutze das Telefon, um die Schicht zu wählen. Ich will kündigen! Wie kündige ich denn? Applications unavailable. Was soll denn das? Kann man nicht kündigen, einfach nicht hingehen. Okay, aber wie mache ich denn dann einen anderen Job? Weil ich kann die anderen Jobs nicht annehmen, da steht einfach Applications unavailable, seitdem ich den anderen Job angenommen habe. Geh einfach nicht auf die Arbeit, dann wirst du vielleicht gefeuert. Du wirst dann bestimmt einfach gekündigt. Ach so. Ja, okay, dann warten wir, bis wir gekündigt werden. Warte mal, das Damenklo gibt vielleicht mehr Glück. Lieber wieder Glücksspiel. Ich höre das eigentlich nur wegen der Musik. Oh! Nice, wir haben 1 Dollar bekommen.
Boah, wir haben wieder einen Dollar bekommen. Okay, wir haben keinen Dollar bekommen. Okay, vielleicht lieber Blackjack. Ja, Chat, wir müssen halt jetzt Zeit vertreiben, ne? Wir können halt nichts irgendwie machen in dem Spiel. Die anderen sind, soweit ich weiß, noch gar nicht möglich. Kommt erst beim nächsten Update. Warte mal, die anderen gibt es gar nicht, die anderen Jobs? Okay, Chat, dann also wenn es nichts mehr zu tun gibt in dem Spiel, dann gehen wir jetzt all in. Okay. Dann gehen wir jetzt richtig rein. 14 Schlag, sage ich. Also müssen wir, oder? Weiß jemand noch, was der dritte Job war, außer Pizza und Kurier? Kurier? Scheiße, ich weiß es gerade nicht. Staplerfahrer. Stimmt, Staplerfahrer war der andere. Okay, Schlag. Da. Boah, Alter, wenn die jetzt da drüber ist, ne, dann... Dann titsch ich hier im Dreieck. Okay, Stand. Dieses Leben ist so düster. Mist, nochmal. Vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal mehr Glück. Warte, wir gehen diesmal mit 20. Das ist eine bessere Zahl. Okay, Chat, Stand oder Schlag? Was sagt ihr? Stand oder Schlag? Yumika, einen wunderschönen guten Abend, alles klar bei dir? Beim nächsten Mal wird's besser. Ja, beim nächsten Mal wird's besser. Schlag. 16 ist halt mies. Ist mies, das stimmt, ja. Zuerst war es der Pizzeria-Simulator und jetzt einfach Glücksspiel-Simulator. Ja, es ist alles ein bisschen abgedriftet. Aber so kann man sehen, Chat, ne? Das Leben kann sehr schnell in die falsche Richtung einschlagen. Nein! Okay, Chat. Letztes Mal. Stand. Nicht aufgeben. Stand. Ja! Okay, alles easy, Chat. Alles ist noch offen. Nochmal. Schon wie? Junge, wir haben immer die gleichen Zahlen. Was soll denn das? Chat, Stand oder Schlag? Es sind immer die gleichen Zahlen, die wir haben. Schwierig. Ja, ist natürlich jetzt blöd, ne? Das ist ein Stand. Immer so hohe. Wir haben immer hohe Zahlen. Immer. Stand, Schlag. Also wir haben immer Stand gemacht, ne? Wir haben die letzten Male verloren. Sind Sie etwa glücksspielsüchtig? Nein. Im Leben gibt es nur irgendwie nichts anderes zu tun. Schlag. Boah, Chat, ihr wollt aber wirklich aufs Ganze gehen, ne? Als ob wir eine 4 bekommen. Ich meine, sie könnte halt, ne? Oh mein Gott, Gleichstand. Okay, Chat, das ist ein Zeichen. Wir hören auf. Das war ein Gleichstand. Das ist ein Zeichen. Also. Ich glaube leider, wir können nichts mehr machen. Es gibt einen Kasi. Alter, was? Oder ist das jetzt das da? Join the VIP Club. Bro, was für... Warte mal. Hier ist ein Casino? Kann man noch irgendwo einbrechen? Ich glaube leider nicht. Hast du schon deinen eigenen Laden? Nee. Warte, Chat, wie viel kostet denn der eigene Laden? Lass mal kurz gucken. Wie lange müsste man jobben, um einen eigenen Laden aufzumachen? Warte mal, was ist das hier? Bro, was passiert hier? Damit macht man am meisten Geld. Gut, dass du vorbeigekommen bist. Ich brauche Hilfe bei etwas, wenn du Zeit hast.
Ja, vielleicht. Womit brauchst du Hilfe? Woher hast du eigentlich meine Telefonnummer? Klar, was kann ich für dich tun? Nein, ich bin gerade beschäftigt. Vielleicht später. Okay, was brauchst du? Womit brauchst du Hilfe? Wir haben eine Menge Informationen. Hören Sie, ich habe ein paar schmutzige Arbeiten für einen Kunden zu erledigen, falls Sie interessiert sind. Was kann ich für dich tun? Also gut, hören Sie zu. Einer unserer Klienten wurde von einer lokalen Vertriebsfirma übelst abgezockt. Hoser Disturption ist das Ziel. Das Ziel? Was soll ich mit denen machen? Keine Gewalt. Unser Klient hat einige sensible Daten von dem korrupten Besitzer angefordert. Finde einen Weg in ihr Lagerhaus und komme an den Bürocomputer. Okay, aber ist das nicht illegal? Das Angebot liegt auf dem Tisch. Wenn Sie nicht interessiert sind, kein Problem. Wenn Sie interessiert sind, können Sie hierher zurückkommen und Ihre Bezahlung abholen, wenn der Job erledigt ist. In Ordnung. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Am besten brechen Sie in den hinteren Ladeneingang ein. Der örtliche Pfandleiher verkauft Schlossspieße für wenig Geld. Okay, brecht den Hintereingang des Lagerhauses ein und lade die Daten von den Computers Managers herunter. Ich hab's. So ist es gut. Kommen Sie wieder, wenn der Job erledigt ist. Okay, Chat, guck mal, wir haben doch noch was zu tun in der Stadt. Wir haben illegale Quests. Also, ein Lager. War das hier irgendwo? Ist das hier? Ah ne, das ist der Retail Store. Es ist natürlich die Frage, wo genau das ist, ne? Okay, ne, das ist für die Immobilie zum Mieten. Also ich glaube halt, Chat, wir haben halt einfach nicht am Anfang die Quest gemacht. Also wahrscheinlich wäre das am besten gewesen, wäre man sofort zu ihm gegangen und hätte mit ihm geredet, dann hätte man die Quest sofort gehabt, wisst ihr? Das klingt nach einem Job für uns. Jetzt ist halt nur die Frage, ist das, aber das ist doch nicht damit gemeint, oder? Weil der sagt doch Lagerhaus. Nee, hier war ich ja schon. Und das ist ja kein Lagerhaus. Ich muss in irgendein Lagerhaus einbrechen. Also ich meine, hier ist halt dieses Geldsymbol, ne? Aber keine Ahnung. Wann hast du deine Schicht? Um 11, glaube ich, ne? Ja. Warte, ich guck nochmal ganz kurz. Kann ich vielleicht schon irgendwas machen? In den Hoser Vertriebslager und lade die Daten vom Büro runter. Ist da eigentlich mal gutes Wetter? Ne, eigentlich müsste mal Hitman spielen, quasi ein Auftragskiller-Simulator. Habe ich tatsächlich schon alle Teile durchgespielt. Nein, da rein, da war doch der PC drin. Aber warte mal, das hier ist ein Lagerhaus? Geh nochmal hinters Haus und dann bis zum Ende laufen. Weil guck mal, das ist doch gar kein Lagerhaus. Okay, warte, Chat, wir gucken hier nochmal. Also wir haben halt nur einen Dietrich, ne? Es könnte sein, dass wir noch einen holen müssen. So, da hinten vielleicht? Wieso habe ich das verpasst? Ich habe den nicht gestreamt. Ah, hier? Oh, Chat. Ja, ich hoffe, wir brauchen natürlich jetzt nicht noch einen, was natürlich gut passieren kann. Gabelstapler können für den Transport von Paletten verwendet werden. Verwenden Sie ihn nach oben, um den Gabelstapler anzuheben und nach unten, um den Gabelstaplerwagen abzusenken. Alter, wie stylisch auch mit dieser Hose. Hä, wie geil. Können einfach wirklich Stapler fahren. Kann ich die einfach wegschieben? Nee. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was spiele ich hier schon wieder?
So. Ach, kann man nicht stapeln? Wow, wie frech. Sexiest Gabelstaplerfahrer alive, wirklich. Vor allem dann auch noch diese Top-Friese dazu. Wahnsinn. So, kann es sein, dass ich irgendwie da durch muss? So, ich suche einen Computer. Aha. Oh. Hey, muss das irgendwie von beiden Seiten da dran oder so? Oder inwiefern soll... Ja, danke schön. Ich check grad irgendwie... Ah, doch, 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 das muss, ne? Scheiße, aber das geht hier nicht. Oh nein, wir wurden entdeckt! Access granted. Hoch? Warte mal, aber das hat sie nicht gerade gesagt, dass ich rein kann? Access granted. Warte, was? Hä? Okay. What the fuck? Boah, warte mal, aber wie soll das hier... Ich muss nach da und... Aber ich muss ja hier runter, so. Das bringt ja auch nichts. Muss ich so rum? Einfach Spiel kaputt gemacht. Einfach komplett das Spiel geschrottet. Okay, so geht ja auch nicht. Also ich muss dann nach oben und dann da und... Access denied. Access granted. Also das ist es ein Bug? Access granted. Also er sagt mir, ich habe Zugang. Hä? Jetzt muss ich es nochmal machen. Okay, aber ich muss ja, also wenn ich von hier rausgehe, dann geht ja hier, geht ja gar nicht. So, dann muss ich nach oben. So. Und dann, aber kann ich ja da gar nicht dran. Und da auch nicht. Nur oben die beiden fehlten. Aber ich check irgendwie nicht, wie ich von hier... Denied. Warum muss hacken? Access granted. Okay, jetzt steckt sie da fest. Hä? Unten? Ey, Chat, ich check irgendwie nicht, weil... Also das geht ja schon mal gar nicht. Und das geht auch nicht. Das heißt, ich muss doch nach oben. Kann man hier runter? Hä, muss man vor... Ich check irgendwie nicht, ob ich... Muss ich von beiden Seiten oder muss ich nur von einer? Es wird immer für 3 Sekunden gesperrt. Also vorher Escape drücken, bevor die Zeit abläuft. Dann hat man keine Sperre. Okay. Das geht ja auch nicht. Das geht nur so. Okay. Aber, also muss das wirklich von 2 Seiten? Zweite Reihe, das erste drehst du nie. Ja, das bringt mir aber auch nichts, oder? Ich denke, du musst nur da, wo das Ding aus dem Schloss rauskommt. Access granted. Access granted.
Okay. Dann gucke ich jetzt nochmal. Also nur von hier raus. Okay, also unten geht ja nicht. Also muss ich nach oben. So, und dann komme ich aber da nicht weiter. Genau, also ich muss nach da oben. Kann man da so. Aber dann kommt man da nicht mehr dran. Nee, und so geht's ja. Nee, so ist ja wieder falsch. Nee, so ist ja wieder falsch. Alter, das ist schwer. Scheiße. Ich würde sagen, nur von rechts. Okay, also ihr denkt auch nur von rechts. Weil ich dachte erst nur, also ich muss von beiden Seiten. Eddie, ich danke dir für dein Follow. Dankeschön, schön, dass du da bist. Du musst oben die Verbindung haben. Ja, ich check halt nur nicht, wie ich hier... Ich check nicht, wie ich da weiterkomme. Und hier kann man ja auch nur so runter. Und das bringt mir ja auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Und so geht's nur bis dahin. Ich muss ja irgendeinen Weg übersehen. Scheiße. Geh über die linke Ecke unten. Warte, ich gucke. Die linke Ecke auch. Also hier... So bin ich aber wieder hier. Access denied. Lilly, löst ihr das mal kurz. Das ist mir zu hoch. Ich wüsste den Weg, ich kann es nur nicht erklären. Ja, das ist halt jetzt schwer, ne? Ich würde es vom Schloss nach oben verbringen, über das ganze Feld verteilt. Fang mal beim Schloss an und dann die Verbindung legen bis zum Anfang. Ja, ja, nee, also ich fange ja die ganze Zeit beim Schloss an. Aber die Sache ist ja, also ich kann ja nur nach oben gehen, ne? Also ich kann ja nur nach oben. Und... Aber das bringt mir auch nichts. Hier dreht es sich wieder. Access denied. Scheiße. Access granted. Kannst du das Schloss drehen? Ich glaube nicht, nee. Access granted. Aber der sagt mir halt doch immer, dass ich drin bin, aber es geht nicht. Nee, den ersten kann ich nicht drehen, Chat. Das ganz oben links einfach drehen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Also oben kann ich nicht drehen. Aber ich denke ja mal, der Weg hier ist schon richtig, oder? Oder der hier. Vielleicht so runter, aber hier bringt mir gar nichts. Dann doch runter und dann so und dann... Aber hier bringt mir das ja auch wieder nichts, ne? Access denied. Vom Schloss nach oben. In der Mitte runter und dann nach links. Und von dort aus nach oben. Denke, man muss den letzten Weg ein bisschen hochfädeln. Fang lieber beim Schloss an. Ja, aber das mache ich doch beim Schloss die ganze Zeit. Schwierig zu erklären. Ja, ja, sorry, Chats.
Also ist lieb, dass ihr mir helfen wollt. Das ist jetzt wirklich ein bisschen schwer zu erklären. Aber der Weg, den ich gehe, der ist doch richtig, oder? Oder mache ich hier was falsch? Also unten lang kann ich ja gar nicht. So, und dann geht man hier lang. Und dann so und dann so. Und der geht ja gar nicht. Die bringen mir irgendwie gar nichts. Die bringen mir aber irgendwie gar nichts, ne? Guck mal, der dreht dann wieder dahin. Und den kann ich ja sowieso gar nicht erst drehen, ne? Access denied. Ganz in der Mitte musst du nach unten. Warte, ich versuche noch. In der Mitte nach unten. Also ich gehe nach oben. Und dann in der Mitte... Wie soll ich in der Mitte runtergehen? Also ich gehe so... Ja, man kann halt so gehen, ne? So. Nee, aber das bringt auch nichts, oder? Doch, so. Aber so bin ich bei der falschen Seite, ne? Aber ich glaube, das war gut. Ich glaube, das war gut gerade, oder? Scheiße. Access granted. Jetzt geht's wieder nicht. Okay, jetzt. Okay, jetzt muss ich das nur mal versuchen, halt nochmal zu machen. So, ich bin nach links. Ich bin irgendwie nach hier unten gekommen, ne? Wie bin ich nach da unten gekommen? So? Warte mal, so, so... Nein. Scheiße. Krass, wie viel Geduld du hast. Man gibt sein Bestes. Man gibt sein Bestes. Access granted. Okay, manchmal geht's. Das war's fast, oder? Also ich glaube, rechts hatte mir eins gefehlt, oder? Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. So, und ich bin aber diesmal bin ich von oben gegangen. Ich glaube, das fand ich einfacher. Ich bin so gegangen, meine ich, ne? So, 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 so. So. Access granted. So bin ich gegangen. Aha, jetzt haben wir es, Chat, jetzt haben wir es. Okay, wir haben jetzt hier Beleuchtung, ermöglicht Behinderte. Warum haben wir Behinderte? Saskia, einen wunderschönen guten Abend. Warum haben wir da oben behinderte Beleuchtung stehen? Sehr gut, Chat. Okay, eine behinderte Beleuchtung. Türen nicht verfügbar, gespeicherte Details runterladen. Dateien herunterladen. Okay, er lädt herunter, glaube ich. Bitte was? Ich weiß es nicht. Wir haben eine behinderte Beleuchtung. Ermöglicht Behinderte. Was soll ich sagen? Chris, Dankeschön auch an dich für dein Follow, mein Bester. Dankeschön. Okay, ich glaube, er hat dich schon runtergeladen, oder? Sind wir schon fertig? Sehe ich das irgendwo? Okay. Ich glaube, Chat, wir sind hier fertig. Puh, das hat lange gedauert. Holy shit, Mann, das war schwer. Können wir hier vielleicht noch irgendwas anderes mitgehen lassen? Schade. Das ist ja diskriminierend. Junge, Chat ist auf jeden Fall ein wildes Game. Also, ich meine, wir haben bis jetzt, wir haben ausgeraubt, wir haben gehackt, wir haben ganz viel gegambelt. Wir haben noch mehr gegambelt. Oh, wir müssen was trinken. Also sehr erfolgreich unser neues Leben bis jetzt. Aber ist schon wichtig, witzig. Da haben wir jetzt schon ordentlich Fortschritte gemacht im neuen Leben. So. Mal gucken, was er jetzt sagt. Ob wir jetzt Kohle kriegen oder so?
Gute Arbeit, hier ist deine Bezahlung. Kommen Sie wieder, wenn Sie für einen neuen Job bereit sind. What? Bro! $304! Scheiß mal auf ehrliche Arbeit! Schön, Sie wiederzusehen. Ich habe noch einen Job für dich, falls du interessiert bist. Junge, sag her, was soll ich machen? Was kann ich für dich tun? Wir haben einen Klienten, dem vor ein paar Nächten ein Teil seines Vermögens gestohlen wurde. Wie wir wissen bereits, wo die Ladung aufbewahrt wird und sie müssen unverzüglich abgeholt werden. Okay, was noch? Was noch? Der Anhänger wird in einem Gebäude etwas außerhalb der Stadt an der Hauptstraße aufbewahrt. Finden Sie einen Weg in den Lagerbereichen, öffnen Sie die Türen, damit Sie die Ladung abholen können. Das ist kein Problem, ich denke, das schaffe ich schon. Muss ich sonst irgendwas wissen? Ihr müsst die Ladung abtransportieren, also nehmt einen LKW für diesen Job mit. Liefern Sie die Ladung in der Ladezone hinter meinem Gebäude ab. Oh, und beeilen Sie sich. Wenn die Ladung zu lange alleine gelassen wird, könnte sie wieder verschwinden. Also gut. Finden Sie einen Weg in das Gebäude in der Hauptstraße außerhalb der Stadt. Holen Sie die Ladung ab und bringen Sie ihn zu Ihnen zurück. Wird gemacht. Stellen Sie sicher, dass Sie den Anhänger hinter meinem Gebäude abstellen. Warte mal, haben wir nicht ein kleines Problem? Weil wir haben doch keinen Transporter. Scheiß mal auf Pizza. Aber wir haben keinen Transporter. Das ist doch eigentlich das eigentliche Problem, was wir haben, oder? Unser Auto geht auch? Echt, das geht auch? Okay. Tja, dann würde ich sagen, scheiß mal auf Pizza, scheiß mal auf alles andere. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz Essen holen. So, warte mal, hat er hier... Ah ne, er hat kein Essen. Ach, er hat sowas. Warte mal, wo konnte man denn nochmal Essen kaufen? Wir brauchen Essen und so ein Shit. Und dann Chat, machen wir den Auftrag noch. Der kriminale Auftrag... Der Retail-Store. Ah ne, das ist der, den ich selber kaufen muss. Okay, wo zur Hölle war denn hier nochmal der normale Laden? Hatten wir alles an der Tankstelle? Gibt's hier keinen normalen Supermarkt? Ach, gab's gar keinen normalen Supermarkt? Ach, scheiße. Also wenn gleich noch so ein Rätsel kommt, drehe ich durch. Nee, da sollte nicht noch so eins kommen, oder? Also das wäre schon low. Ich glaube nicht, weil ich meine, wir müssen ja irgendeine Ware abtransportieren, oder? Nee, den musst du dann selber eröffnen. Ich warte immer noch auf meine Pizza seit über einer Stunde. Ja, es gibt gerade Wichtigeres. Wir müssen gucken, dass wir... Oh! Ah, nice. Ah, nee, tanken wollte ich aber gar nicht. Erstmal Explosion. In GTA wäre das Teil jetzt explodiert. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich von dem Spiel halten soll. So, auf der einen Seite ist es irgendwie lustig. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie mega verwirrend. Ich glaube, die German Sausage, die war sehr krass. So, wir holen uns einfach davon so ein bisschen auf Vorrat, ein paar Schokoriegel noch. Was gibt hier viel Durst? Ja, holen wir uns hier einfach mal einen Proteinshake einfach. Einfach rein damit. Use. Ja, edel. Sehr gut. Komm, wir holen uns noch mehr davon. Einfach damit wir es haben. So habe ich bei Lake immer geparkt. In der Tankstelle drin, meinst du? Das nächste Rätsel wird bestimmt genauso, nur schwieriger. Also Chat, wenn das der Fall ist, dann muss ich das Spiel leider Rage quitten. Warte mal. Wir können das Essen sogar hier machen? Echt jetzt? Oh mein Gott, wie Premium. Die haben hier einfach eine Mikrowelle. Warte mal, Chat, duschen und auf Klo müssen wir auch noch. Wir können es mal eben waschen. Mel, schön, dass du es geschafft hast. Sehr gut. Weitermachen. So, Waschbecken sollte reichen. Try first. Dankeschön auch an dich für dein Follow. Herzlich willkommen. Und nochmal eben auf Klo gehen. Wichtig und richtig. So. Okay, und jetzt ganz genüsslich unsere German Sausage essen. Use. Okay, perfekt. So, dann hätten wir das. Dann müssen wir jetzt nur noch diese Lagerhalle finden, ne?
Die ist irgendwo außerhalb der Stadt. Ob das diese Lagerhalle sein wird, wo diese LKWs waren? Also diese Transporter? Vielleicht. Waschbecken ist besser als nichts. Das stimmt wohl, ja. Warte mal, ich kann ja hier auch auf die Karte gucken, ne? Maps. Okay. Ah, hier! Oder ist das einfach nur Mission? Warte mal, ist Mission einfach nur, dass er mir der Mission ist? Er ist der Missionsgeber, heißt es wahrscheinlich, ne? Erst Hände waschen, dann aufs Klo. Das ist richtig so, genau. Macht ihr das denn nicht so? Was heißt eigentlich, dass wir 30 Klamotten haben oben links? Also wir haben einfach 30 Klamotten. Okay, das war knapp. Das heißt einfach nur Wärme. Nee, ich überspringe einfach das Händewaschen. Noch nie anders gemacht. Sehr wichtig, sehr gut. Okay, ja, Chat, ich fahre jetzt einfach mal zu dieser einen Lagerhalle, wo diese LKWs da waren oder eben diese Lieferwagen. Vielleicht ist ja das damit gemeint. Er meinte ja irgendwie außerhalb. Ich meine, es könnte natürlich auch in die andere Richtung sein. Es soll ja auch Schnee kommen und so weiter, okay. Guck mal, ist es hier vielleicht? Weil sonst vielleicht in die andere Richtung, weil hier kommt ja nichts mehr. Okay, ne, dann muss es woanders sein. Alles, was wir tun, tun wir für Blackjack. Boah, Chat, vielleicht können wir ja gleich mit 100 Dollar reingehen. Ne, ich glaube leider 25 wäre das höchste. Sad moment. Sonst sollten wir all in gehen. Warte mal, was ist hier? Oha, warte mal, was ist denn da? Was haben wir denn hier? Ein Haus? Kann man da einbrechen? Kann ich hier einbrechen? Oh, das kann man kaufen. Okay. Das ist der Anfang der Casino-Streams. So schlimm. Da würde ich wohnen wollen. Ja, meinst du? Warte mal, was haben wir denn hier oben noch? Ey, Chad, ich wollte das Spiel noch einmal eben antesten und wir spielen seit einfach einer Stunde und 40 Minuten. Ich fühle mich hier gerade wie in Alan Wake oder so. Noch ein paar Mal Blackjack spielen, dann ist das Haus drin. Easy. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rumfahre, aber wir gucken einfach mal, wo wir rauskommen. Vielleicht gibt es hier irgendwas Interessantes. Oswind, einen wunderschönen guten Abend. Alles klar bei dir. Wann Alan Wake? Ja, also Alan Wake Chat. Boah, schwer, ne? Robbery, danke schon auch an dich für dein Follow. Junge, wo bin ich denn hier? Ich habe mich verirrt. Oh, Chats, ich glaube, wir werden leider entführt gleich. Kann der Tank auch leer gehen? Ja, oben rechts siehst du so eine ganz kleine Leiste. Da kann tatsächlich der Tank leer gehen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach, lol. Aber ich glaube, nach Downtown konnte man noch nicht, ne? Nee, okay. Ich habe gestern wieder die erste Alan Wake-Folge geguckt. Oh, und du bist aber am Nerden. Wann kommt das nächste Center Station Video? Robbery, morgen um 12 Uhr. Morgen um 12 Uhr kommt die zweite Folge online. Mochtest du die erste Folge oder was? Okay, so irgendwo muss ich hier einbrechen. Verfuckt nochmal. Ich habe gestern die The Quarry Streams nochmal geschaut. ERCB. Also du gehörst auch wirklich einfach nur verprügelt. Ne, was soll ich da jetzt noch zu sagen, Mann? Da ist man kurz weg und einmal Geld verfünffacht. Ja, aber das war ein ganz schön schwerer Prozess, Mann. Glaub mir mal. Was ist jetzt wohl mit außerhalb gemeint? Ach, guck mal, jetzt sind hier zwei. Achso, das ist wegen ihm, ne?
überragendes Video, ja. schön, dass die gefallen hat. Ja, die zweite Folge geht morgen um 12 Uhr online. Guck mal, hier ist Homeless Shelter. Warte mal. Alter, mir ist das Bild noch gar nicht aufgefallen. Das sieht ja geil aus. Fellow, einen wunderschönen guten Abend. Ich war gestern, heute und gestern auch am VOD suchen, fand das Spiel gut, wo wir nur Zelte verkauft haben. Kann ich Ihnen helfen? Leben Sie noch? Hallo, reden Sie mit mir. Alter. Also ich war es diesmal nicht, ne? Ganz kurz nebenbei. Ich war das nicht. ich habe damit nichts zu tun, ne? So, Chat, warte, ich rede nochmal ganz kurz mit dem Typen. Ich brauche nochmal die genaue Beschreibung. Er sagte irgendwo außerhalb der Stadt. Es könnte halt in die Richtung sein, ne? Es könnte in diese Richtung sein. Aber mal, hören Sie mal, passen Sie mal auf. Da steht mein Auto, Arschgesicht. Das ist bodenlos. Finden Sie einen Weg in das Gebäude oben an der Straße und holen Sie den Wohnwagen. Oben an der Straße. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, was oben an der Straße heißt, ne? Ist es vielleicht einfach, Chat, ist es vielleicht doch das hier? Wo ich schon eingestiegen bin? Könnte das sein? Ist eine blöde Stelle für ein Nickerchen. Warte mal, sind wir hier schon lang gefahren? Nee. Alter, was ist denn, was gibt's hier alles zu sehen? Go away. Nein, ich will da rein. Mann, warum? Shit. Okay, aber da kommen wir definitiv nicht weiter. Ey, vielleicht muss ich nochmal in das Haus einbrechen, wo ich schon eingebrochen bin. Das ist mein Haus. Okay. So, und hier gibt es wieder irgendwelche Waldwege. Da. Warte mal, ist nicht der Kollege noch da, der das Spiel schon durchgespielt hat? Die eine Richtung geht zur Tankstelle und du musst in die andere. Ja, also muss das doch die sein dann, ne? Ist nirgends auf der... Nee, also auf der Karte ist nichts angezeigt. Die eine Richtung geht zur Tankstelle, du musst in die andere. Ja, also... Da ist die Tankstelle, ne? Da hinten ist der... Da sind diese Lieferwagen. Und hier ist gar nichts. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Schade, dass man nicht einfach einen Marker hat. Also in Richtung Lieferwagen. Okay, dann war ich da doch richtig. Aus dem Weg. Warte mal, hier ist ein Haus. Habe ich schon versucht, da... Armer! Chat, haben wir schon versucht, in das Haus reinzugehen? Was ist das für ein Sim? Eine Lebenssimulation ist das. Ja, guck mal, und hier war ich ja, ne? Oh, man kann hier weiterfahren. Alter, das ist hier... Oder? Ich dachte, da war eine Wand. Es wird hier irgendwo sein. Entweder da oder hier. Bestimmt hier, oder? Das sieht so runtergekommen aus. Warte mal, wie sieht's hier aus? Okay, die Tür ist zu. Kann ich da irgendwie hinten reinkraxeln oder so? Oh, was haben wir hier? Oder kann ich das kaufen? Oh mein Gott, nein, jetzt habe ich nur einen Lockpick, ne? Scheiße! Nein! Oh Mann! Chat,
Chat, da ist eine Spinne. Ja, dann kümmere dich um die. Oh nein, es hat all die Male funktioniert. Okay, Chat, wir müssen noch ein Lockpick holen. Ist das bodenlos. Alter. Kann man denn mehrere kaufen? Also kann man die stacken? Das ist natürlich jetzt die Frage. Das wäre natürlich jetzt schrecklich, wenn man immer nur so ein Lockpick kaufen kann. Okay. Warte mal, der müsste hier sein, ne? Das ist so typisch. Das ist absolut typisch, ja. So, ich glaube bei dem Kollegen hier. In einem anderen Laden kannst du Sachen für dein Haus kaufen. Okay. So, kann ich einfach Mehl kaufen? Kaufen. Ah, okay, ich kann sofort. Chat, wir holen einfach mal, einfach so, vielleicht brauchen wir die ja noch öfters. So. Warte mal, hä? Achso. Auschecken? Okay, ich habe jetzt einfach mal mehrere geholt, vielleicht brauchen wir die ja noch. Lola, einen wunderschönen guten Abend. Bedeutet der leere Blitz, dass wir schlafen müssen? Ja. Aber ich habe keinen Bock zu schlafen. Deswegen fahren wir jetzt trotzdem einfach zurück. Vielleicht haben wir noch einen Energy Drink oder so, Chat. Schlaf ist doch unnötig, sowas brauchen wir nicht. Wir sind Profis. Wir brechen da jetzt ein. Wir klauen da, was auch immer wir klauen müssen. Und danach können wir immer noch schlafen. Also kein Stress. Viel Spaß, dann kommt gleich wieder das schöne Rätsel. Oh, warte mal, es kommt genau das gleiche Rätsel wieder. Alter Chat, wenn genau das gleiche Rätsel nochmal kommt, ich sag euch ehrlich, ich glaube, dann spiele ich lieber einen anderen Simulator. Gucken wir mal rein. So. Okay, wir sind drin. So, wir packen natürlich alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Lotterie. Use. Ach. Enttäuschend. Erster Satz, als ich reinkomme, wir brechen da jetzt ein. Ja, das müsstest du doch mittlerweile, ist das einfach ganz normales. Noch mehr Lotterielose, sehr schön. Finde ich sehr gut. Was haben wir hier? Okay, ein Anhänger. Okay, wir sollten irgendeine Ware klauen, ne? Nein! Er macht nicht wirklich genau das Gleiche nochmal. Ist das asozial? Warum denn nochmal? Hä? Wer hat dich denn verletzt? Warum macht man sowas? Warum muss man die Scheiße denn mehrmals machen? Also das ist ja, also wirklich an Bodenlosigkeit nicht mehr zu überbieten. Ich fasse es nicht. Access denied. Das ist ja ehrenlos. Ich kann das alles nicht mehr, Chat. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, da unten geht's gar nicht weiter. Hier könnte man weitergehen. So vielleicht. Access granted. Fick dich, Spiel. Okay, Chats. Ich glaube, wir müssen da jetzt einfach mit unserem coolen Fahrzeug dran. Warum raucht mein Auto? Warum raucht das? Easy! Nice! Chat, wir haben's! Wir sind erfolgreich eingebrochen. Also eigentlich ist das praktisch GTA in Crack. So in etwa könnte man es beschreiben. GTA in Crack. So, und das müssen wir dem jetzt irgendwie hinten in das Ding da reinhämmern. Also man kann ja anscheinend noch einen eigenen Shop aufbauen, ne? Anscheinend.
So, wir müssen das da irgendwie abstellen. Als hättest du nie was anderes gemacht. Ja. Da kommen die tätowierten Gene, ne? So ist das. So schnell kann das gehen, Chat. Der Abrutsch. Okay, jetzt natürlich die Frage, welcher Laden ist das? Der hier, ne? Bestimmt hier oder so. Hier? Ah, nice. Wir haben's. Okay, cool. Dann holen wir jetzt unser Cash. Und dann würde ich sagen, wie unauffällig. Ja, ich mach das schon seit Jahren. Mach dir keine Sorgen, Ziggy. Und dann, Chat, würde ich mal... ach, du Heiliger, den hätte ich fast überfahren. Und dann würde ich sagen, hören wir erstmal auf, Chat. Das war hier irgendwo, ne? Jetzt hast du das Game auch durch. Es gibt nur noch den Laden. Ja, das dachte ich mir. Gute Arbeit, hier ist deine Bezahlung. Ich habe jetzt keine Arbeit mehr für dich. Komm ein anderes Mal vorbei, ja? Okay, Chef, wir haben jetzt $709. Das war's. Also, man kann jetzt anscheinend dann irgendwie den Laden dingsen. Natürlich jetzt auch die Frage, wie teuer der ist. Keine Ahnung. Mach mal, Properties, Laden. Guck mal, $50. Also man kann den jetzt einfach mieten, tatsächlich, den Laden. Okay, Wohnung vermietet. Okay, ich habe jetzt einfach so das Teil gemietet. das war hier rechts irgendwo, ne? Hier, Retail Store. Jo, das ist jetzt unser Laden einfach. Action Games, Adventure Games, Racing Games, Sport Games. Okay, und da kann man dann jetzt Sachen praktisch hinten holen für diesen Laden. Okay, interessant. Also, ich muss sagen, auf irgendeine Art und Weise ist das Spiel lustig. Aber auf irgendeine Art und Weise auch nicht. ich kann es nicht ganz beschreiben. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, wenn das Spiel rauskommt, will ich es unbedingt spielen. Also das Gefühl habe ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht. Dafür gibt es zu viele sehr gute Simulatoren. Ist eine Hassliebe. Ja, also das Gambling war lustig. Muss ich sagen. Noch eine Runde Blackjack. Chat, noch eine Runde Blackjack zur Verabschiedung. Ja, okay, komm. Fahren wir noch eine Runde, machen wir noch eine kleine Runde Blackjack. Du hast, glaube ich, noch ein Los in deiner Tasche. Stimmt's, wir hatten das geklaut eben, ne? Also ausgeliehen natürlich. Man wird hier nur gerippt. Egal, was man macht, man wird einfach abgezogen, gefühlt. Okay, Schatz, so, zack jetzt. 25, gehen wir rein. Okay, stand. Bro, die hat das für 21! Ist das asozial? Da hat die einfach eine 21. 15. Ja, dann müssen wir ja eigentlich Schlag machen. Gänseblümchen, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wir müssen ja eigentlich. Was ist das für ein Game? Es soll eine Lebenssimulation darstellen. Es fühlt sich eher an wie ein... Ja, wie fühlt sich das an? Ja, wie ein neues Leben, aber ein sehr kriminelles Leben. Und eins, was irgendwie wehtut. Okay! Okay! Das ist ein Fiebertraum, die Scheiße hier. Warte mal. Was passiert hier gerade? Ich werde hier mit dem Auto reinfahren. Bro! Die zockt uns ab! Die zockt uns einfach ab! Mia, hab einen schönen Abend, pass auf dich auf, die zockt uns ab! Okay, mit 16 Stands.
Das Spiel gönnt einfach nicht mehr. Das gönnt einfach nicht mehr. So, ich rauche jetzt 20 Zigaretten in-game auf einmal. So. So, 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 so. Und das esse ich auch noch. Und das Körperspray wird auch noch benutzt. Und noch 4 Energy-Riegel rein. Und den auch noch. Und noch ein Protein-Check. Und noch ein Protein-Check. Und noch ein Protein-Check. Und wir ziehen eine Brille an. Und noch ein Schokoriegel. Und noch eine Kirschcola hinterher. Und noch ein Schokoriegel. Wenn, also Chat, dieses Spiel, es ist, also, was lernen wir aus diesem Spiel, Chat? Was, das nehmen wir mit für unser eigenes Leben. Warte mal, warum ist da eine Pizzaschachtel neben der Toilette? Also, was lernen wir aus diesem Videospiel? Daisy, einen wundervollen Abend wünsche ich dir. Blackjack regelt. Nein, 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 nein. Das lernt ihr also daraus, Chat. Blackjack regelt, ja? Ist das so? Ist das so? Blackjack regelt also. Niemals auf ehrliche Weise Geld verdienen und immer Glücksspiel spielen. Also, ich bin euch ganz ehrlich, das war ein Fiebertraum. Das war ein... Ich war die letzten zwei Tage, heute habe ich euch ja auch erzählt, ich war die letzten zwei Tage echt nicht gut drauf, einfach genervt und keine Ahnung was, aber jetzt, es war ein kleiner Abstecher in ein neues Leben, in ein Leben voller Kriminalität, Glücksspiel, Zigaretten und Leute überfahren. Und ich muss sagen, dass ich weiß jetzt mein eigenes Leben sehr viel mehr zu schätzen. Ja, das Spiel hat mich weiser gemacht und weitergebracht in meinem Leben. Nach dem Blackjack erstmal eine rauchen. vergiss die Einbrüche nicht. Ja, stimmt. Und wir sind eingebrochen. Also ich muss wirklich sagen, es war ein Abenteuer. Wenn du das so sagst, klingt das gar nicht so schlecht. Und Chat, und das ist so noch die Pointe. Und Chris sagt es auch noch, Chat. Glücksspiel, das macht einen nackig. Ja, also wortwörtlich, wir standen nur noch in Boxershorts da. Glücksspiel hat unser Leben zerstört. Und also niemals im realen Leben anwenden. Nur in Videospielen, dann ist okay. Aber niemals in solchen Spielen. Niemals im Real Life. Ja. Und damit würde ich sagen, Chat, kommen wir mal einfach zu einem kleinen Fazit. Wir haben zwei Stunden... Junge, ich habe 2 Stunden dieses Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe. Wir haben 2 Stunden dieses Spiel gespielt. Chat, was ist euer Fazit? Also ich muss sagen, es ist für einen Stream lustig gewesen. Ich werde, glaube ich, nicht das fertige Spiel spielen. Dafür holt mich das Spiel einfach nicht ab. Um mal eben ein bisschen Glücksspiel zu betreiben, 2 Einbrüche zu machen, einen Supermarkt zu haben, was jetzt nicht mein Fokus wäre in dem Spiel, und seine Bude irgendwie einzurichten. Für solche Leute würde das Sinn machen. Für mich jetzt eher weniger. Und es war natürlich trotzdem lustig, aber ehrlich gesagt, also mehr weiß ich nicht. Eigentlich bräuchte ich aber diesen Sound von diesem Glücksspiel, von diesem Gamble-Ding im Handy. Ich bräuchte eigentlich diesen Soundtrack, ich finde den super. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, also ist mal nett für einen Stream, aber jetzt da irgendwie die Vollversion oder so, ich persönlich brauche die jetzt definitiv nicht. Ja, gibt's mal neue Updates vom Supermarkt-Simulator, wir vermissen ihn. Es gibt keine neuen Updates bis jetzt. Also bis jetzt kann da nichts Neues. Okay, also meine lieben YouTube-Zuschauer, ich wünsche euch allen einen wundervollen Abend, schönen oder Tag. Ich freue mich sehr natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Es war sehr lustig, die 2 Stunden. Ich glaube, mehr brauche ich aber jetzt definitiv für mich selber nicht. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schön, dass ihr da gewesen seid und viel Liebe an euch. Dankeschön und ein dicker Kuss geht raus. Dankeschön und bis bald. Tschüss. Tüdelü YouTube. Bis bald. Tschüss.